Alle Zutaten mischen, mit Rum abschmecken. Ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Übrige Zutaten zusammenmischen und wegschmeißen. Wo waren das? Gelbbarts Baby. Der blutige Stumpf. Der blaue Wal. Ist übrigens alles aus Monkey Island 2. Schleim mit Tonic. Ah ja, genau. Die aufgeblähte Zecke. Tequila trinken, übrige Zutaten kombinieren und wegschütten. Zombie. Ein Hangar. Was, wo? Cilantro ist Koriander. Ach so. Was du alles weißt. Ein Hangar. Sehr schläfrig. Anhangbe. Anhangze. Und ihr seid es absichtlich. Ja, wir müssen das da wieder mal machen. Genau, da muss man. Genau. Wo ich nicht weiß, also da muss man schon sehr, sehr, sehr aufmerksam sein, um darauf zu kommen. Weil es Guybrush ja am Anfang gesagt hat, dass er. Gegen ein Ei, Pfeffer, hartes Hundes, der dich gebissen hat. Genau. Pfeffer haben wir, Ei brauchen wir noch und hartes Hundes, der dich gebissen hat. Es ist nur ein Hund da. Bevor ich die dämonischen Legionen des Hades rufe und sie auf dich hetze wie ein Schwarm böser Heuschrecken. Aber wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns beißt. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe vor Murray, der Geißel der Lebenden und Überschädel der Unterwelt. Mein Gott. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Geh mal einfach hin und schlag ihn, so kleiner Rotzlöffel. Hör besser auf damit. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Wundert einen ja regelrecht dazu, dass er wieder vorbei. Er hat mich gebissen. Ja. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Ja, hey, hier. Kutterköterhaar. Es sieht verdammt nach echtem Hundehaar aus. Da haben wir schon die zweite Zutat. Da steht Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals. Warum auch nicht? Monty Mering. Ich muss mich fragen, ob er wirklich mit dieser Art Arbeit zufrieden ist. Das ist Monty Mering. Nein. Mering, ja. Er ist ein Pantomime. Er spricht nicht. Aber. Ich kann nicht dahin zurückgehen. Ich habe Todesangst vor Pantomimen. Und vor Vasen. Also Porzellanvasen. Es ist ein riesiger Stapel Merengebäck. Das brauchen wir. Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Es ist die Kanone, mit der sie Kuchen auf den Clown schießen. Die Hafenratte, TM. Niedlich. Eine grotesk riesige, stinkende Ratte. Besser nicht. Ich glaube, er könnte mich nehmen. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Ja? Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um! Der größte Spaß auf dem Rummelplatz! Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis! Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen! Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast! Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Mering! Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Welcher Geschmack? Was? Was in aller Welt ist Meringue? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Ah. Ich will mit der Kanone schießen.
Entschuldigung, kleiner Junge, du bist zu jung. Niete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind, du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's! Das war toll! Ja. Wie ist der Kutterköter denn so privat? Was willst du von mir? Ich bin nur eine riesige Ratte. Mir ist es nicht erlaubt, mich Ihrer Majestät, dem großartigen und mächtigen Kutterköter, zu nähern. Kannst du mich dem Kutterköter vorstellen? Nein, geht nicht. Jetzt hau ab. Kutterköter ist wirklich cool, hä? Oh ja, er ist ein echter Heiliger. Er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche Rattenmann. Gib einem Burschen ein großes Hundekostüm und er verwandelt sich in eine Primadonna. Du weißt, was ich meine. Nein. Ich wette, der Kutterköter bekommt viel Geld bezahlt, richtig? Und was wäre, wenn? Es setzt kein besonderes Talent voraus, einen großen Welpen zur Attraktion zu machen. Nun, Kinder dazu zu kriegen, sich bei einer Riesenratte herumzutreiben. Das ist Kunst. Ich wette, sein Anzug stinkt nicht einmal. Weißt du, du fängst wirklich an, mir auf den Wecker zu fallen. Ich wette, der Kutterköter könnte dich verdreschen. Könnte er nicht. Ich wette doch. Ich sag dir was, Kleiner. Warum gehst du nicht hin und schlägst ihn, kommst danach zurück und erzählst mir, was passiert ist, hä? Ja, das haben wir schon. Ja. Ja. Jetzt auch nochmal das Team-Hinweis für alle, die es nicht kapiert haben. Ja, genau. Tja. So, wir brauchen einen von den Kuchen. Ach ja. Schon gut. Kutterköter ist wirklich cool. Ich werde aber kaum viel Geld bezahlt, hm? Wir können der Kuchen ja beschweren. Hände weg! Ja, was er nicht machen lässt. Weil wir in Oberaffig sind. Genau, in Oberaffig muss man sich seinen eigenen Kuchen basteln. Nun ist es eine schwere Kuchenform. Gab er den jetzt so? Hey! Was machst du da drüben? Ich habe diesen Kuchenteller gefunden. Oh, glückseliger Tag. Wir sind gerettet. Ich wollte ja bloß... Brauchen wir nicht, Junge. Hau ab! Hau! Halt's Maul, du Idiot. Du hast sie nicht alle. Warte, wir müssen mal etwas draufstecken. Genau. Jetzt habe ich eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Ja, die so ähnlich aussieht wie die Kuchen. Kann er sich dann gleich rasieren, wenn man abkriegt. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahl dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner! Jetzt haben wir einfach Monty Mereng umgenietet. Ah, ja, der Arme. Jetzt können wir da hingehen. Juhu, stinkender Rattenkerl! Hey, raus da, du Mistkerl! Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein! Miam! Und schon haben wir's. Jetzt haben wir alle Zutaten zusammen, jetzt brauchen wir nur noch ein einfaches Bierhörnchen, bitte. Ein Behältnis, genau, wo wir das alles zusammen verspeisen können. Wir nehmen noch ein Schneehörnchen vom Schneehörnchenverkäufer. Ho, 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 fröhliche Schneehörnchen. Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Danke. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Danke. Tschüss dann. Und da können wir jetzt alle lustigen Sachen reinmachen. Hier, Leim zum Beispiel. Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Ah, nee, Moment, andersrum, so rum. Matschig. Matschig. Und auch Tofu. Bohnenquark. Sonst aber, glaube ich, nichts. Oder das auch? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Nee, tatsächlich nicht.
Ich würde sagen, wir würzen es erst etwas. Gepfefferte Güte. Genau. Diese Meringue sieht lecker aus. Ihh, haarig. Und jetzt haben wir alles zusammen. Jetzt noch rein, aber jetzt ja. Gönn dir. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Ich glaube, ich habe auch. Gefrierbrand. Ja. Doch gut, doch gut, doch sagt nichts. Ja, sagt keiner was dazu. Hey, auf in die Achterbahn! Ja, das ist Monkey Island 1. Terminator Toothrot und der dreiköpfige Affe. Und Gehängten. Und hier ist die Mannschaft, hier Rapscallion und Captain Marley und die anderen. Schiffsjunge. Und hier ist wieder Monkey Island 2, LeChuck's Fortress. Der Folterkeller. Eigentlich nett gemacht. Ja, das stimmt. Was das ist, weiß ich nicht. Das ist einfach da. Das ja. Ist, man kann hier jetzt rausspringen und das hier das Ganze funktioniert. Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen so für die Zuschauer. Das Ganze funktioniert so ein bisschen. Erst rauszuspringen. Zu spät zum Aussteigen. Genau. Das Ganze funktioniert ein bisschen wie bei Monkey Island 2. Ja. Vergessen auszusteigen. Zu spät zum Aussteigen. Ich steig mal aus bei der nächsten Station. Wo sind Sie? Ah ja. Ich bin sehr froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, es ist ein Dynamo Aff Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Hey, Wally. Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuterkarussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Da wäre eine Laterne. Es ist eine rustikale Laterne. Da ist eine Flasche mit Öl drin. Ah, das ist verdammt heiß. Ah, haben sie sich aber richtig Mühe gegeben. Ja, stimmt. Hey, oh. Hey. Aber recht heiß weggekommen. Zu spät zum Aussteigen. Steigen wir mal hier aus. Das ist Herman Toothrot. Es ist ein mechanischer Herman Toothrot. Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Genau. Ein festes Stück Seil. Oh, ein Seil. Oh! Elaine? Ah, Treefoot, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Aber wir können was machen. Bitte. Oh. Dafür wirst du bezahlt. Gesundheit? Schlechter Zug, Sleepwood. Was hast du gesagt? Bitte. Autsch! Autsch! Genau, und wir werden hier von LeChuck ständig verfolgt und wir müssen uns was ausdenken, um ihn zu erledigen. So wie in Teil 2. Es ist Captain Marley, Elaines Großvater. Sogar wie in Teil 1, das ist ja es auch so. Es ist Rum Rogers Senior, wie er zu Lebzeiten war. Es ist Rapscallion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Vergessliche Feinde? Es ist der Kajütenjunge, der junge Lindy. Genau, hey, das sind sie alle. Wir haben Rum. Oh. Schon wieder. Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ah, sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Fress den Flammentod, Threepwood! Bitte. Oh. Autsch! Ach ja, stimmt. Au! Ich hab das vorhin akustisch nicht verstanden, weil du so leise redest. Ach so, Spielzeug! Spielzeug! Ja, wir können das Spielzeug verhalten, das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt steht gleich LeChuck neben LeChuck.
Da liegt eine Mütze. Ja, und er hängt da wie damals, im zweiten Teil, dass er hier so hin und her. Kannst du bitte mit dem Rütteln aufhören? Ne, mit dem Schaukeln? Hallo? Wo ist LeChuck? Es ist eine Nachbildung der Folterkammer in LeChucks Palast aus seinen frühen Zombie-Tagen. Ja, genau. Oh nein, es ist LeChuck! Hi, Threepwood. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Oh nein. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Warte, wir haben was. Oh, benutzt. Oh, wie schön. Nein. Lasst uns den kleinen Popanz rennen sehen. Willst du meine? Hey, das ist nicht sehr nett. Das wäre dasselbe gewesen. Ich bereits das letzte Mal erklärt habe, musst du das Ding einfach nur benutzen. Dann läuft nämlich erst rum und erzählt was und wird dann dran. Natürlich, das ist aber dann egal, oder? Nee, aber das hat Papa gehört. Papa. So, nee, das ist, haben wir ja schon. Ja, jetzt müssen wir, haben wir denn schon? Wir haben schon alles. Dem Abenteurer gleich auffallen, dass er noch nicht alles hat für seine Bombe, weil er wieder die Hälfte vergessen hat. Nein, ich hab alles. Nein, doch nicht, das Seil fehlt. Moment. Wir haben einen typischen Moment erlebt. Zumindest habe ich es gleich mitgekriegt. Immerhin. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Nein. Es ist der enorme Dynamo-Aff-Elektrik-Arm des riesigen Dynamo-Aff-Elektrik-Schneeaffen. Genau, alles mit Dynamo-Aff-Elektrik. Aber warum auch immer, der bewegt sich gar nicht. Wenn er Arm aufräumen würde, wäre es eigentlich auch Yeti. Du musst lauter sprechen, ich verstehe dich nicht wegen den Hintergrundgeräuschen. Dafür, ich kann doch nichts für die Hintergrundgeräusche. Ja, das ist alles ein bisschen laut eingestellt. Du bist, glaube ich, zu leise. Ach, das glaube ich nicht. Du musst weg. Ah! LeChuck ist wieder da! Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Threepwood! Nein! Das kann ja nicht dauern. Wir machen auch noch mit diesen. Du wirst nicht, ha? Gesundheit? Schlechter Zug, Threepwood. Aber ich komme wieder drauf rein, also du bist es wohl auch nicht. Ja, das stimmt. Autsch! Papa Pichu. Ja, genau. Papa Pichu haben wir gar nicht gemacht. So, aber jetzt hier. So. Gehe zur Sonne. Sünd dich oder was? Es ist ein Diorama, das Monkey Island zeigt, wie es war, als ich zum ersten Mal ankam. Ah. So. Siehst du, jetzt haben wir nicht mal uns LeChuck in den Weg stellen müssen. Er hat Angst, offensichtlich. Wally, warte! Wir retten dich bald! Komm einfach mal an dir vorbei. So, aber jetzt. Jetzt bauen wir so eine Bombe. Bombig. Das wird bombig. Sag ich dir. Wir nehmen das Seil. Alleine wäre dieses Seil eine lausige Zündschnur. Na gut, dann halt erst mit dem Öl. Ja, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Dann das Fass. Cool. Und schon haben wir eine brauchbare Bombe. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, fröhliche Schneehörnchen. So, jetzt müssen wir nur noch dazu bringen, das Seil anzuzünden. Nein! Ich habe den Wagen verpasst. Oh, knapp. Ja, das war also Glück. Ja. Er müsste gleich kommen. So pünktlich wie ein Zug in Deutschland. Ah! Na warte. Jetzt kommt unsere Rache. Kein Dialog mehr eingefallen. Ja, genau. Mal da. Hm?
Schnell weg! Sie sind alle gekommen. Lemonhead. Genau, warum auch immer der da ist. Allerdings, wieso bleiben die auf Blood Island? Lauf, Sterblicher! Aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren! Ich weiß nicht, warum sie dort geblieben das sind. Das ist so unfair. Das Ende. Die Rollen. Oh, schön, schön gemacht. Ja, die sind halt da geblieben, weil... Piratensohn war dasselbe wie Elaine. Wer war denn der Piratensohn? Ach nee, das war gar nicht Kenny Faulzahn. Hey, wer war's dann? Ja, ich hab mich bei manchen Rollen gefragt, wer war. Hier, Cabana-Junge und Glafus, ist klar, aber das war auch dasselbe, guck an. Zitronenbirne und Pirat 2, wer auch immer der Pirat 2 war. Happy Cromwell. Grieswald, Meistersuppe. Placido Domingo und Pirat 1, ja, das hat man tatsächlich rausgehört. Mr. Fuzzy, ich habe nachgedacht. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Scheppern über die Meere. Oh, unterbrechen Sie mich nicht! Ja, und Chuck Jordan und Tim Schafer, Bill Tiller, alle waren sie da. Steve Purcell. Das war aber eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte. Ja. Ja, ich habe, wie gesagt, überlegt, ob ich einen vierten Teil auch spielen soll. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich mir, weil ich auch nicht mal genau weiß, wie das mit den Rätseln war, weil die teilweise auch sehr an Haaren herbeigezogen waren. Ein bisschen komisch, teilweise. Na, solange wie sie nicht an der Nase herbeigezogen waren. Ja, 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 allerdings, ja. Ja, wahrscheinlich werde ich den nicht machen. Schiffsmodellkonstruktion. Ja, physische, vor allem. Ja, da hoffe ich mal, dass es dieses Mal geklappt hat mit der Aufnahme. Aber wenn ihr das jetzt seht auf YouTube, dann hat es wohl geklappt. Wir waren an dieser Stelle nämlich schon mal. Ja, das ist allerdings wahr. Hey, die haben sogar einen Controller. Einen Controller, ja, der braucht's ja auch immer. Tom McCarthy. Mensch, wenn du überlegst... Was du für Leute brauchst mit so einer Spieleentwicklungsfirma. Ja, krass. Also ich würde ja sowas gerne mal so eine Spieleentwicklung mal komplett sehen oder mal miterleben irgendwie so. Aber ich glaube, danach hat man Burnout. Ist wohl recht brutal. Und geht ja auch nicht immer fair zu, wenn man so guckt, was bei Activision Blizzard los war in den letzten Jahren. Die haben ja auch mit Vorwürfen von sexueller Belästigung zu tun gehabt am Arbeitsplatz, das war und Crushing-Skandal. Und solche Geschichten. Belästigungspanda anrufen. Genau. Aber was am Ende rauskommt, ist dann eben so ein Meisterwerk quasi. Und tatsächlich war Monkey Island 3 auch der letzte Teil, der wirklich toll war. Sogar auch der beste der Reihe. Ja, weiß ich nicht. Welcher ist denn dein Lieblingsteil? Weiß ich nicht, ich kann mich da immer so schlecht entscheiden zwischen von ersten Teil 1 bis 3. Ja, vor allem, weil ja auch die ersten beiden Teile sich sehr vom dritten unterscheiden. Generell vom Rest. Das war ja noch zu Zeiten hier, da haben wir noch Prince of Persia 1 gespielt auf Diskette. Ja. Disk 33 einlegen. Ja, genau. Bitte Disk 122 einlegen.
Ah, André Dorfmüller. Qualitätssicherung. Jörg Gräfingholt. Holt. Heiko Höpfner, Annette Janke. Ach, wer kennt sie nicht? Lippert und Druck, Verlag Druck. Na, Martin Rüß. Bei der Tuchtechnik. Heinz Piper, wir können lesen für uns. Sinnebild Herbert Lerche. Hey, Matthias Hase, der heute Moderator beim MDR ist. Ist das dasselbe? Ja, tatsächlich ja. Sieh da, Tomatentheo. Und Cordula Leise, ich habe immer gedacht, Cordula wird mit C geschrieben. Der Lutz Reichert, es ist Lutz. Ja, das war so ein kleiner Insider. Ah, ganz besonderer Dank an George Lucas, der auf einer sehr coolen Farm lebt. Gewidmet zur Erinnerung an Brad Barrett. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Auf die Stimme von Stan. Von Murray meine ich. Ach ja, stimmt. Stream beendet. Stimmt. Ist der Stream beendet. Ja, es hat es einfach den Stream beendet. Ich bin einfach aus dem Spiel rausgegangen. Okay. Ja. Da gehe ich jetzt auch ganz schnell weg. Moment, ja, wir machen ja hier noch ein bisschen eine Abmod, ja? Dann würde ich sagen, dann rocken wir das Ding mal ab. Ich bin froh, dass wir es endlich hinbekommen haben. Ja, nach 150 Versuchen. Vor allem, wann haben wir das Spiel eigentlich, wann haben wir das Let's Play angefangen? Das war doch schon Jahre. Das war doch gar nicht so lange her. Doch, das ist Jahre her, seitdem der erste Folge rauskam. 2018 oder so. Oder 19? Ich glaube 18. Ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall ganz schön Zeit in Anspruch genommen. Ja, gut, wir sind halt auch nicht immer da. Am Anfang haben wir ja noch zusammen hier aufgenommen, hier bei mir. Hat ja auch nicht immer geklappt. Müssen wir mal gucken, dass wir da mal Zeit findet. Ja, da gab es noch kein Corona. Ja, ja. Aber in dem Fall war es ja was Gutes, weil dadurch haben wir sind wir dann auf digital umgeschwenkt. Da hat es auch besser geklappt, sich einfach mal zu treffen, so zeitlich. Ist schon eine gute Sache gewesen. Richtig, ja. Ja. Das ja. Ist allerdings richtig. Jetzt gucke ich gerade mal, wann die erste Folge war, hier. Und zwar Let's Play Together Monkey Island 3 Nummer 1. Und zwar am... Was? Vor 6 Jahren? Ich sag doch, das ist noch nicht so lange her. Vor 6 Jahren? Steht nochmal... 19. Dezember 2015? Was? Da kannst du mal sehen. Ich sag doch, das ist noch nicht so lange her. Das ist aber... Das hätte ich ja nie gedacht. 15. Ja, jetzt haben wir es 2022, meine Damen und Herren. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Ich würde sagen, wir sind auch ein bisschen gereift in dieser Zeit. Ja, ganz toll. Besser moderieren können wir deswegen trotzdem nicht. Aber wir haben das, glaube ich, ziemlich sympathisch über die Bühne gebracht, nicht wahr? Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Jetzt einfach mal so fest. Natürlich. Vielleicht nehmen wir auch irgendwann mal wieder Minecraft auf. Schauen wir mal. Minecraft. Es war mir auf jeden Fall mal wieder eine Ehre, ein inneres Blumenpflücken mit dir aufzunehmen. Ja, bitte. Hey, danke. Hier, die Technik hier mit dem Aufnehmen ist ja irre. Guck mal, das Mikrofon hier. Kann man vielleicht eins essen? Ja, nee, kann man nicht essen. Bäh. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder. Euer Mr. Steve Revan. Macht's ja, tschüss, sag ich mal. Genau, auch tschüss vom Lord Böserich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.